Auf der einen Seite wird von Fachkräftemangel gesprochen. Auf der anderen Seite haben sich die Arbeitsbedingungen und die finanziellen Verdienstmöglichkeiten in der Kreativ- und Medienbranche in den letzten 20 Jahren für Freiberufler, Freelancer und Solo-Selbstständige massiv verschlechtert. Gegenseitiges Lohndumping, Einkommensverluste von bis zu 50% und mehr seit 1990 und Beschäftigungsmodelle, die die gewerkschaftlich erkämpften sozialen Absicherungssysteme aus der Vergangenheit bis heute schleichend unterwandert haben. Selbstständig sein und freiberuflich arbeiten in der Kreativbranche, ein Fluch oder ein Segen? Darüber spreche ich heute mit dem Medienspezialisten Michael Radek und wir sprechen auch über die enormen Herausforderungen, die uns durch die immer schneller voranschreitende Digitalisierung in den kommenden Jahren bevorstehen. Welche wirtschaftlichen Risiken, aber auch welche Chancen sich für Kreative und auch für dich als Freelancer in der Zukunft auftun, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen. Ich bin heute bei Expert Media Solutions bei Michael Radek. Ich freue mich, dass er Zeit hat. Michael, ich darf mal kurz zusammenfassen. Du bist Fotograf, Kameramann, Filmeditor, Postproduktionsspezialist, Trainer, Kolorist, VFX-Artist, Dozent, Copterpilot und du hast sogar vom Luftfahrtbundesamt die Zertifizierung für die Prüfstelle für Drohnenführerscheine. Das heißt also, ich darf dich Drohnenflugschullehrer nennen. Zum Beispiel. Ja. Okay, dann bist du auch Forscher, Entdecker, Producer, Berater, Supervisor, Problemlöser und am Ende Know-how-Träger. Du hast einige Zertifikate von den Firmen wie Avid, Adobe und vielen anderen auch. Du kennst fast jede Video- und Schnitt- und Filmsoftware. Du kennst dich mit fast allen Kameras oder zumindest immer den neuesten Kameras am Markt aus. Und und ich habe manchmal so den Eindruck, dass du die Monitore der Hersteller besser kennst als sie selber. Du hast ein Leben lang jetzt in der Kreativbranche und in der Medienbranche gearbeitet. Du warst zum Teil angestellt, du warst gewerblich tätig und bist seit 5 Jahren hauptberuflich selbstständig. Du konntest dir bis jetzt ein umfassendes Bild von der ganzen Branche machen, von verschiedenen Seiten. Was ist denn dein Fazit nach 5 Jahren? Zur Selbstständigkeit oder ganz allgemein zur Branche? Lass uns doch mal mit deiner Selbstständigkeit anfangen. Was war denn deine Motivation, dich überhaupt selbstständig, komplett selbstständig zu machen? War eher eine Zwangslage, weil ich, sage ich mal, in dem Bereich, wo ich zuletzt angestellt war, im Grunde als teurer Spezialist obsolet geworden bin. Die Branche hat sich ja massiv gewandelt. Viele große Händler für Broadcast-Systeme sind pleite gegangen, reihenweise. Und auch die Firma, wo ich zuletzt gearbeitet habe, musste massiv federn lassen und entsprechend irgendwann gucken, wie sie personell und auch finanziell irgendwie überleben kann in diesem sich verändernden Markt. Und da stand ich plötzlich arbeitslos da und musste sich überlegen, so werde ich jetzt wieder Editor, was ich mal mein langer Plan war sozusagen, bevor ich auf die dunkle Seite der Macht, also zum Händler gewechselt bin. Aber da musste ich feststellen, dass man als Editor heutzutage keine Familie mehr ernähren kann. Also zumindest nicht, wenn man keinen Marktzugang unmittelbar hat. Ich kannte zwar viele Kunden oder auch Produzenten, aber trotzdem, um ad hoc schnell selbstständig so viel Geld zu verdienen, um eine Familie zu ernähren, auch mit dem Verdienst, den ich bis dahin hatte, hat man ja auch irgendwann einen gewissen Umsatz, den man bedienen muss. Und den baut man ja auch nicht so schnell ab. Ja. Okay, das heißt aber, dann ist es ja eigentlich, das hört sich jetzt nicht unbedingt nach guten Startvoraussetzungen für den Plan der Selbstständigkeit an, weil wenn du da einfach so springst und sagst, naja, es ist schwierig in dem Umfeld, viele Firmen sind pleite gegangen, das hört sich jetzt als unternehmerisch natürlich etwas an, so ist denn das überhaupt dann eine sinnvolle Entscheidung? Ja, vor allem in so einen Markt zu gehen, ne? Also, ja, genau. Und dann noch möglichst schnell überleben zu können. Also das ist ja keine einfache Geschichte. Normalerweise braucht ein Unternehmen, wenn es gut finanziell ausgestattet ist, vielleicht 3, 4, 5 Jahre, um überhaupt in schwarze Zahlen zu kommen. Ich hatte 1 Jahr Zeit, um in schwarze Zahlen zu kommen. Und das ist natürlich gerade in der Medienbranche eine Herausforderung. Okay, was war denn dann die größte Herausforderung konkret für dich, abgesehen von der Zeit, der limitierten Zeit von 1 Jahr? Man muss dann eigentlich relativ schnell lernen, sich zu verkaufen. Ja. Es musste ich ja als Angestellter nur sehr bedingt. Aber ich hatte gute Voraussetzungen insofern, weil ich schon immer teilselbstständig war. Also ich war nie zu 100% angestellt in der Zeit, wo ich angestellt war, sondern hatte immer so 70-80% Festanstellung und habe den Rest der Zeit, wenn ich ihn überhaupt ausgeschöpft habe, als Selbstständiger gearbeitet.
gearbeitet und das vor allen Dingen, um eigentlich so besser am Puls der Zeit zu bleiben. Das ist ja immer ein Problem, wenn man als Angestellter irgendwo, ich sag mal, in irgendeine Schiene reingerät oder in einen fachspezifischen Bereich, dass man sehr stark fokussiert ist auf nur einen geringen Tätigkeitsfeld oder Bereich. Und ich wollte immer noch so dieses Filme machen, dieses Ausprobieren, dieses Testen, diese Feldforschung, die notwendig ist, um das Know-how, das man eigentlich benötigt, um gute Arbeit zu leisten, auf Stand zu halten. Das schafft man auch als Angestellter nur sehr bedingt. Man bekommt von den Arbeitgebern mitunter wenig bis gar nicht Zeit, sich selber weiterzuentwickeln oder auch man bekommt die Schulung nur bedingt finanziert. Also vielleicht, wenn es fokussiert ist auf das, was man eigentlich tun soll. Die Frage ist, ne, wie breit ist man dann aufgestellt? Und mir war bewusst, dass gerade in dieser Branche das Problem habe ich mehrfach erlebt, auch als Angestellter. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich arbeitslos geworden bin, aber es war das erste Mal, dass es für mich schwieriger war, jetzt wieder eine Stelle zu finden, die A, genauso gut bezahlt war und B, genauso viel Spaß macht und C, meine Familie ernährt. Ja. Wie hast du dich denn dann konkret darauf vorbereitet, auf die Selbstständigkeit? Du hattest wenig Zeit. Du hast in deinem Fachbereich warst du ausgebildet bis ganz oben hin. Du hattest also wirklich von den Herstellern, du hattest Fachwissen. Aber du hattest ja gerade das Stichwort genannt, du musstest dir lernen, dich zu verkaufen. Das ist ja etwas, was du die jahrelang nicht gemacht hast, in der Form wahrscheinlich. Was war so, wie hast du dich konkret in dieser kurzen Zeit darauf vorbereitet, um sozusagen das Risiko, das ja sehr hoch ist, einzugehen? Ja, ich glaube, ein Umstand, der mir geholfen hat, und der ja eigentlich langfristig auch vorbereitet war, ist eben nicht nur auf eine Sache sich zu fokussieren. Man sagt normalerweise im Business, man sollte sich möglichst auf eine Sache fokussieren, um darin auch als Spezialist eine gewisse Qualität zu erreichen, weil natürlich auch Routine dazu gehört. Und Routine in allem zu haben, ist schwierig. Aber ist mir aber auch gegeben, ganz persönlich, weil ich nicht nur, sag ich mal, meine Arbeitszeit aufwende, um Know-how aufrechtzuerhalten oder zu entwickeln, sondern auch meine Freizeit. Also ich lebe meinen Beruf. Okay. Und das habe ich aber eben auch gemacht, weil ich gesehen habe, in dieser Branche kann man nur gut überleben, wenn man viel Know-how hat und vieles gut weiß, weil es ein sehr komplexer Beruf ist. Man kann sich natürlich auf Editing spezialisieren und sagen, okay, der ganze Rest interessiert mich nicht, die ganze Technik ist mir wurscht. Aber ich selbst habe als Editor jahrelang mit den Problemen gekämpft, mit denen ja alle kämpfen, nämlich mit den Unsicherheiten, dass man nicht weiß, warum zeigt mir der Monitor jetzt das Bild so, wie er es jetzt zeigt. Ist das jetzt ein Bug von der Software? War das ein Renderfehler? Ist es der Grafikkartentreiber? Ist es der Monitor, der falsch eingestellt ist? Ist es die Kamera gewesen? Ist es das Kompressionsverfahren? Also allein man sitzt als Editor da und sie hat ein schlechtes Bild und will das besser machen und kommt schnell an Grenzen. Und wenn man diese Grenzen nicht erweitert und aufbricht und sich für sich zugänglich macht, dann wird man, also bin ich zumindest nicht glücklich geworden mit dem, was ich gemacht habe. Ich wollte tolle Bilder machen, tolle Filme machen, tolle Geschichten erzählen. Das kann man nur, wenn man gute Qualität erzeugt. Der Zuschauer darf nicht merken sozusagen, dass da irgendwas an dem Bild nicht stimmt. Und für den muss der Zugang zu der Geschichte ideal hergestellt werden. Und gute Geschichten erzählt man nur, wenn alles gut läuft. Okay, das heißt jetzt unterm Strich, du sagtest auch als Editor, war für dich außer Frage, da kann man ja keine Familie ernähren. Also mit Themen Gagen werden wir wahrscheinlich noch detaillierter sprechen gleich. Wie haben sich denn die Arbeitsbedingungen deiner Meinung nach verändert in den letzten 20 Jahren? Oder du bist ja relativ lang in der Branche schon. Du sagst früher, du wolltest Editor werden, wolltest wieder zurück zum Schnitt. Also ich war Editor. Ich habe Kinospielfirmen geschnitten, ich habe große Hochglanzdokus geschnitten. Die Sender haben die Firma, die ich geschnitten habe, teilweise als Referenzvorlage für andere Produktionsfirmen hergenommen, um zu sagen, hier guck mal, so sieht ein guter Film aus. Und auch damals schon habe ich angefangen als Editor meine Filme farb zu korrigieren. Ich habe selber die Tonmischung gemacht, habe mich da teilweise sogar mit Sprechern angelegt, die mir dann irgendwann später in einen Sekt vorbeigebracht haben, weil sie gesagt haben zum Beispiel, sie haben sich selbst noch nie so gut im Fernsehen gehört, wie von den Tonmischungen, die ich gemacht habe.
nur mal so ein Beispiel dafür, ja, dass es durchaus Sinn macht, sich nicht nur auf einen Bereich zu fokussieren, sondern wenn man kann und wenn man die Kontrolle darüber übernehmen muss, und viele Editoren müssen auch den Ton mischen, ja, da muss man sich mehr damit auseinandersetzen, oder sollte man, ist meine Meinung, sollte man sich mehr damit auseinandersetzen, als einfach nur irgendwie da so einen Teil sich hinzustellen, mit dem man automatisiert irgendwelche Töne ziehen kann, was ich alles wieder weggeschmissen habe, weil es nicht taugt. Aber okay, das heißt aber, wenn ich das jetzt so raushöre, ist der einzige Grund, das nicht wieder genauso zu machen wie früher, war die finanzielle Situation. Weil alles andere würde ja Spaß machen. Genau. Und die Technik ist ja auch immer schöner geworden und immer toller. Und man kann immer mit immer weniger viel mehr machen. Und man muss jetzt nicht mehr nur am Schneidetisch, an dem Steenbeck zum Beispiel sitzen und kleben. Das hatte sicherlich auch seinen Reiz, aber die Welt ist eine andere geworden. Und du sagst, also für dich war also ganz klar ein No-Go, wieder dahin zurückzugehen, wegen finanziellen Mitteln. Ausschließlich. Ja. Ausschließlich. Also ich musste ja vom Arbeitsamt als Auflage zu so einem Business Angel, musste einen Businessplan aufstellen, und das sind jetzt Sachen, die ich nicht alltäglich gemacht habe, aber ich war, wie gesagt, ja schon immer teilselbstständig, habe mich selber um die Steuer gekümmert, habe also durchaus mich immer mit der Frage beschäftigt, was müsste ich eigentlich verdienen oder was sollte ich verdienen für das, was ich kann. Oder ich war eins der ersten Foren überhaupt weltweit, Avid4 und avidforum.de gelauncht vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, und habe damals schon deutschlandweit eine Umfrage gemacht, was verdienen denn Avid-Editoren? Na, also als ich quasi eigentlich sozusagen als Editor in die Stadt gewechselt habe, ich bin von Leipzig, wo ich nach der Wende hingegangen bin, nach München gegangen, um in eine größere Medienstadt zu kommen, um in einer größeren Medienstadt mehr Chancen zu haben, einen größeren Markt vorzufinden, und um einen Zugang zu diesem Markt zu bekommen, habe ich mir gesagt, ich gehe erstmal zu einem Händler, versuche mal sozusagen meinen Hintergrund, mein Background-Know-how aufzubauen und versuche dann wieder in diesen Markt zu springen. Ich wollte eigentlich so vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren dann als selbstständiger Editor wieder arbeiten. Aber das ging ja finanziell nicht auf, die Welt. Ja, das heißt, ich hab eigentlich viel länger, also fast 12 Jahre war ich dann angestellt. Das hat aber auch natürlich viel damit zu tun, wie entwickelt sich die Familiensituation. Ja, gut. Und da hat auch eine Ehefrau mitzureden, und wenn die nicht so hinter dem, ich sag mal, ich mache mir jetzt mal selbstständig, weil ich Spaß daran habe, steht, dann sollte man sich auch nicht unbedingt selbstständig machen. Okay, das ist dann eher eine belastende Situation. Ja. Aber jetzt von der Situation, also wenn gewisse Berufe sich in der Branche nicht rentieren, laut der Kalkulation, die du da sicherlich auch gemacht hast und gesagt hast, okay, das reicht nicht mit dem marktüblichen Niveau, das ist ja dann schon eher eine Situation, die mich zum Nachdenken bringt. Naja, ganz also generell, wenn man Bezug sich auch mal andere Branchen, ich habe dir gestern einen Podcast geschickt zur Fotobranche, ja, und die ist ja auch schon länger in einem Umbruch, und die haben, ich sag mal, ich glaube, da ist noch schlimmer das Problem des Verfalls der Wertigkeit der Arbeitsleistung, die man da so bringt. Und Fotografen haben mitunter ja auch eine universitäre Ausbildung, aber wenn man sich anhört, dass Agenturen heutzutage lieber mit Hobby-Fotografen, die eigentlich irgendwo einen festen Job haben, dann als Hobby mal am Wochenende ein paar Fotos machen, dann eben Blindes Huhn findet immer mal ein Korn nach dem Motto, ihre besten Bilder an die Agenturen schickt und und dann noch happy sind, wenn die Agenturen es veröffentlichen, und das ist so ein Bruchteil des Preises, wovon ein professioneller Fotograf eigentlich leben müsste. Wenn die Sachen, sage ich mal, in der Bewegtbildbranche durchschlagen, und das hängt jetzt an, dann wird es noch lustiger, als überhaupt, als jetzt schon ist. Also die Situation, wie gesagt, ist bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen nicht geeignet, von diesem Beruf eine Familie zu ernähren. Und das ist natürlich fatal, vor allem wenn man sich darauf eingelassen hat, eigentlich in diesem Beruf zu arbeiten und groß werden zu wollen und eine Familie mit 2 Kindern aufzuziehen, die irgendwann studieren. Meine beiden studieren jetzt. Die sind aber Gott sei Dank zum Teil jetzt schon fähig, sich selbstständig oder die eine zumindest selbstständig zu ernähren. Die ist noch gar nicht fertig im Studium und hat schon, sage ich mal, verdient mehr, als ich in Anfangszeiten verdient habe. Aber trotzdem, also man hat einen Kostenapparat dann, der irgendwann eine gewisse Größe hat, den man nicht so schnell runterschrauben kann. Und derzeit ist es so, dass, wie gesagt, ein Editor verdient, selbst die Top-Editoren verdienen eigentlich nicht genug, um
ja, ich sag mal, das aufrechtzuerhalten, was ich zumindest entwickelt habe über die Zeit und was ich auch aufrechterhalten möchte. Also eben nicht nur fokussiert zu sein, ich mache jetzt nur Editor und spezialisiere mich darauf, sondern ich will auch was anderes können und Filme machen im Sinne von nicht nur das Schneidens, sondern auch die Kameraarbeit, die Drohnenbilder, die andere Perspektive, die interessantere Perspektive. Also deswegen mache ich gerne so, stehe ich gerne auf vielen Beinen. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich jetzt überlebt habe oder dass ich überhaupt diesen Absprung geschafft habe, weil als Editor alleine wäre ich untergegangen. Also no chance. Da wäre ich einfach Hartz IV jetzt. Ja. Okay, weil einfach die Gagen nicht ausreichen, die aktuell gezahlt werden, beziehungsweise die verlangt werden und damit natürlich die Konkurrenzsituation viel zu groß ist, um da irgendwie sich durchzusetzen. Jetzt ist es so, du sagst, Know-how ist wichtig, ja, also je mehr Know-how du hast, umso besser kannst du dich breiter aufstellen, umso mehr Säulen, das ist ja das, was eine Selbstständigkeit letztendlich ausmacht, sind ja die verschiedenen Bausteine, die verschiedenen Standbeine, auf die man das auslegen sollte, weil wenn ein Standbein wegbricht, dann ist natürlich klar, dass ein anderes das ausgleichen kann. Aber in dem Fall genau ist so natürlich man sehr eingeschränkt und was ich jetzt letztens zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ein bisschen durch die Medien ging, die Süddeutsche Zeitung hat darüber geschrieben und berichtet zum Beispiel mit dem Titel Lehrstellen hinter Kamera. Der Rechtsanwalt Steffen Schmidt-Hug von der Künstlerkanzlei hat dazu sehr viel Stellung bezogen. Die Berliner Morgenpost hat getitelt, der deutsche Film ist ein Milliardengeschäft. Auf der anderen Seite steht der Fachkräftemangel. Wir haben nahezu ziemlich viele Leute, die in Beschäftigung sind. Wie passt das zusammen? Ja, wir haben offensichtlich immer noch die Situation, dass sehr viele in diesen Beruf hineindrängen wollen oder hineindrängen auch tatsächlich. Es gibt eine eigentlich viel zu umfangreich ausgestatteten Ausbildungsbereich in der Mediengestalter. Ist ja auch eingeführt worden, eigentlich um den Fachkräftemangel zu beheben. Aber nicht nur. Also die großen Sender wollten natürlich auch billiges Arbeitsfutter, Arbeitsfleisch generieren. Das hat auch funktioniert über viele Jahre. Also man hat so viel ausgebildet, dass man eben die Situation geschaffen hat, dass die Arbeitgeber sich die Leute aussuchen konnten, die Besten, sich sogar so weit erniedrigend haben, dass sie gesagt haben, wie so große private Sender mal eben hingestellt haben, so ja, alle 20 festangestellten Editoren zusammengetrommelt haben, gesagt haben, also wirklich den vor den Latz geknallt haben, so am besten gehen jetzt die, die am ältesten und am teuersten sind, weil wir zahlen so 180 Euro so ein so ein Berufsschulabgänger am Tag und der kostet ein Drittel von dem, was ihr kostet. Okay, das heißt, dieser Fachkräftemangel, von dem alle sprechen, ist jetzt mehr oder weniger nach Jahren hausgemacht, würde ich jetzt mal schätzen, weil ich habe jetzt so den Eindruck im Kollegenkreis oder wenn Selbstständigen sprechen, die sind ja alle gut ausgebucht. Also es gibt ja wahnsinnig viel zu tun und trotzdem kann irgendwie keiner davon überleben. Ja, das liegt, also man muss jetzt, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Also wir haben in einem bestimmten Bereich haben wir einen Fachkräftemangel, der sogar relativ stark ist. Das betrifft insbesondere die Serienproduktion, die jetzt durch die Streamingdienste geradezu explodieren, wo erstaunlich viel Geld auch da ist. Aber das Geld wird nicht investiert in bessere Gagen fürs Personal, sondern wird investiert vor der Kamera oder in die Werbung oder eben in die Gewinne der Aktionäre. Da fließt sehr viel Geld. Also guckt man sich an, was RTL, Sat1, ProSieben, also die großen, also die zwei großen Senderkonglomerate, was die für Gewinne verzeichnen, vor allem in den letzten Jahren. Und das ist in vielen Branchen so und das geht immer zulasten der Löhne. Und man hat es geschafft über die letzten 20 Jahre und das war ja der Punkt. Also als ich mich vor 5 Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich diesen Businessplan gemacht. Mhm. Und da habe ich geguckt, was müsste ich denn für den verkaufbaren Arbeitstag, von dem ich vielleicht im Jahr 120 schaffe und den Rest der Zeit bin ich damit beschäftigt, mit Akquise, mit Rechnungsschreiben, mit mich bewerben, meine Webseiten gestalten, whatever, ja, mich weiterbilden. Also wenn ich 120 Tage im Jahr verkaufen kann, dann müsste ich eigentlich Minimum so 450 bis 500 verdienen ohne Rente. Okay. So, und eher Richtung 600 bis 800 Euro, wenn ich irgendwann auch noch mal wieder was in die Rente einzahlen will.
Verstehe. Ich habe als Angestellter die Situation, dass ich nicht ganz blank bin, bin ich ein bisschen verwirrter. Das heißt, ich habe mir, das hat auch der Business Angel so geraten, am Anfang ist auch erstmal gespart, sage ich mal, in die Rente einzuzahlen. Das muss ich jetzt aber langsam mal nachholen, das ist ein anderes Thema. Aber ja, die Situation, der also vor 5 Jahren war, und die hat sich bis jetzt fast nicht geändert, war, dass eigentlich im Durchschnitt kaum mehr als 280 bis 320, vielleicht mal 350 Euro am Tag bezahlt wurde. Das teilweise für bis zu 10 Stunden, vielleicht sogar 12 Stunden, vielleicht Überstunden unbezahlt. Das heißt, da hätte ich vielleicht ein halbes Jahr von, wenn ich 120 Tage verkauft hätte, sage ich mal, hätte ich es noch irgendwie halten können. Und dann ja, wäre es irgendwann ins Minus gerutscht. Ja? Also es wäre nicht langfristig durchhaltbar gewesen. Also im Endeffekt eine kalkulatorische Sache, die man einfach durchrechnen sollte und muss. Ja. Man muss es kalkulieren, weil egal was gezahlt wird, ist ja die Frage, ob das für dein Leben reicht. Und du hast es für dich durchgerechnet. Es hat für deine Konstellation, für deine Situation überhaupt nicht gereicht. Du musstest eine andere Lösung finden. Du hast gesagt, okay, ich habe die Möglichkeit mit viel Know-how, ich kann mich breiter aufstellen. Du hast jetzt auch diese Multicopter-Schule gegründet. Das heißt, man kann also bei dir Drohnen fliegen lernen. Man kann aber auch dann einen Führerschein bei dir ablegen. Also flyingshots.de. Flyingshots.de ist die Seite sozusagen, die die reine Dienstleistung-Part des Multicopter-Fliegens abdeckt, und multicopterschule.de mit K, also Multicopter ja. mit K.de ist die Website zum Drohnenführerschein oder zu den entsprechenden Fachkundennachweisen. Okay, das ist ja schon mal was. Das heißt, du bist breit aufgestellt. Jetzt mal andere Frage. Bist du selbst inzwischen in einem Berufsverband organisiert? Ich bin selber schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich ja wirklich mal primär früher als Editor gearbeitet habe, sehr früh in diesen Bundesverband Filmschnitt eingetreten. Und ich bin auch in der FKTG, das ist aber kein richtiger Berufsverband in dem Sinne, aber schon auch eine Organisation, die sich darum kümmert, sage ich mal, Know-how zu vermitteln für die Filmbranche. Was ist deine Meinung dazu? Bringt das was? Wenn junge Leute jetzt zum Beispiel hier zuschauen und sagen, boah, ich möchte auch irgendwie einen Berufsverband, bringt mir das was? Hast du gute Erfahrungen damit gesammelt? Kannst du es empfehlen? Inzwischen hat sich dieser Verband zumindest so weit entwickelt, dass ich das auf jeden Fall dringendst jedem raten würde, auch ob der Situation, die sich, sage ich mal, eigentlich ja, muss man sagen, dramatisch verschlechtert hat. Wenn man mal die Zeit zurückdenkt, wann, als ich in den Verband eingetreten bin, da gab es noch nicht so diese Not, was die Gehaltssituation oder die Honorarsituation anging. Das ist ja das Irre. Als ich das Avid Forum gegründet habe und auch diese erste Website zum Thema Avid Schnitt gelauncht habe und diese Umfrage gemacht hatte, da war damals der Tagessatz eines guten Editors bei 700 bis 800 Mark am Tag, D-Mark am Tag. Das wären heute die Inflation nicht mitgerechnet, man nur diese Euro-Umrechnung, ungefähr 350 Euro am Tag. Und der Witz ist ja, wir sind ja teilweise sogar im Durchschnitt darunter. Das heißt, wenn wir jetzt mal die rund 20 Jahre, die dazwischen liegen, irgendwie hochrechnen, was allein an Inflationsausgleich hätte stattfinden müssen, nur um das auszugleichen, da reden wir von nicht davon, dass wir Karriere machen, irgendwann eine Familie finanzieren und so weiter. Das heißt, irgendwann fängt man klein an und wird irgendwann mal besserer, vielleicht auch ein Star, wie wir auch immer. Editor, dann verdient man vielleicht mehr. Aber das war damals ja schon ein Verdienst von einem, ich sag mal, jemand, der einen Spielfilm schneidet. Das ist durchschnittlich eher die, die mehr verdienen, als jetzt, sag ich mal, so Magazinschnitt. Ja, beim Bayerischen Rundfunk beispielsweise. Ne? Was verdienen die? 280 Euro am Tag. Müssen wir nachschauen, ja. Ja, und also wie gesagt, 350 Euro oder 700 Mark bis 800 Mark am Tag waren es damals. Und die Inflationsausgleich, mal grob rechnet, 2% pro Jahr,
Das sind 20-40% mehr, also die Hälfte noch mal drauf. Dann müssten wir heute irgendwo so bei 475 bis 500 Euro liegen. Aber nur, wenn wir quasi keinen Verlust haben wollen. Also wenn eigentlich alles genauso bleibt. Alles exakt so bleibt wie damals. Wie gesagt, also den Kaufkraftverlust jetzt durch Inflation mal eingerechnet. Aber die Inflation als solches ist ja nur sehr durchschnittlich. Also wenn jetzt zum Beispiel in eine Stadt wie München guckt, dass die Mieten allein in den letzten 5 Jahren oder was um 40% gestiegen sind. Ja, in 12 Jahren um über 82%. Das war mal so, ja. Ja, also und dann 20 Jahre zurückrechnet. Also die Inflation ist ja unter Umständen gar nicht ausreichend, um den Verlust der jeweiligen Wohnortes, der tatsächlich stattgefunden hat, insgesamt zu berücksichtigen. Ja, aber warum ist denn damals 700 Mark bezahlt worden und heute wird es nicht mehr? Ich meine, das sind doch Preise, die ein Selbstständiger sich durchrechnet, die er dann auch verlangt. Und früher ging es ja auch. Ja, jetzt was ist eine interessante Frage. Also auch die Frage haben wir noch nicht zu Ende beantwortet, nämlich nach den Berufsverbänden. Warum bin ich zum Beispiel in den Berufsverband eingetreten? Weil ich damals schon auch als Angestellter eben, der durchaus gesehen hat, oh, diese Branche ist sehr, ich sag mal, beweglich, in Anführungsstrichen. Man kann ganz schnell einen Job verlieren. Auch als Freelancer kann man vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr gar oder wenig, zu wenig Arbeit haben. Das muss man alles ausgleichen können. Also ich habe schon immer irgendwie überlegt, wie kann man in dieser Branche überleben und eine Familie ernähren und stabil ernähren. Also auch der Familie ein stabiles Umfeld liefern, wo, ich sag mal, eine Mutter sich um ihre Kinder kümmern kann und in der Stabilität halt auch, selbst wenn irgendwas passiert sozusagen, das nicht gleich so umschlägt, dass die ganze Familie in Aufregung gerät. Ne? Das ist nicht einfach. Und ein Berufsverband hatte für mich damals zumindest die Vision, der stärkt zumindest meine Interessen. Und zwar nicht nur als Kreativer oder als im Sinne von Know-how-Transfer, Austausch mit Kollegen, sondern vor allen Dingen auch Interessensvertretung gegenüber mächtigeren Interessenslagen, also sprich Auftraggeber oder Arbeitgeber. Ja, aber das hat ja nach unserem anfänglichen Gespräch nicht so richtig funktioniert, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückrechne. Genau, also in der Anfangszeit, wo dieser Verband existierte, da war es eigentlich eher so eine Vereinigung von einem wilden Haufen Kreativer, die kaum unter einen Hut zu bringen waren. Wo auch so viel Konkurrenzdenken eigentlich eher existiert hat und teilweise auch, ja, ich weiß nicht, Neid oder so, also Diskussionen auf Ebenen stattgefunden haben, wo ich immer nur mit den Ohren geschlackert habe. Da habe ich mich dann, ich bin zwar im Verband drin geblieben, weil ich gedacht habe, es ist sinnvoll, das Geld zumindest zu investieren, dass dieser Verband sich entwickeln kann. Und das haben Gott sei Dank auch einige andere getan und er hat dann irgendwann einen Punkt erreicht und da habe ich auch so ein bisschen glaube ich, dran mitgewirkt, dass dieser Verband sich mal professionalisiert. Und das ist ja Gott sei Dank passiert und er hat es auch geschafft. Und du hattest ja auch einen gewissen Anteil daran. Vielleicht, weil wir uns auch schon ein bisschen länger kennen und schon länger mit dem Thema beschäftigen. Ja, hatten wir beide einen gewissen Anteil daran, dass dieser Verband sich auch professionalisiert und vor allen Dingen auch diese Themen auf den Tisch kommen. Und nicht nur die Frage, ja, ach, ich bin so ein toller kreativer Filmemacher und mich interessieren nur die kreativen Belange, sondern man muss ja dann auch, um tatsächlich die Honorarsituation oder auch die Angestelltengehälter zu verbessern, da muss viel mehr getan werden, als passiert ist. Weil wir haben festgestellt, es hat sich in 20 Jahren nichts getan. Ja, noch verschlechtert sogar. Ja. Es ist eigentlich sozusagen ja, rückwärts gegangen. Also die gesamte Einkommenssituation hat sich verschlechtert. Und warum ist das so passiert? Das ist eine interessante Frage. Und was hat sich jetzt geändert? Und warum ist es sinnvoll, erst recht jetzt in den Berufsverband einzutreten? Eben, der Verband hat jetzt eine vernünftige Geschäftsführung. Gott sei Dank auch noch eine Juristin, die sich, sage ich mal, mit Arbeitsrecht auskennt. Das heißt, der Verband fängt jetzt an, sich genau auch um das Thema der Honorarsituation und der Solidarität, die ja ganz wichtig wird, ich will nicht sagen im Sinne von Gewerkschaft, aber im Sinne von tatsächlich tauschen wir uns endlich mal darüber aus, was verdienen wir denn alle? By the way, ein Angestellter, dem ist es juristisch gesetzlich sogar erlaubt, mit seinem Kollegen über sein Gehalt zu sprechen.
Das hat man ja jahrelang in Deutschland eigentlich in vielen Bereichen nie getan. Ja, weil wenn ich überlege, ein Selbstständiger hat doch Preise, die muss er doch kommunizieren, damit der Auftraggeber weiß, ob er sich den leisten kann. Das heißt also, wieso ist da nicht schon lange Transparenz da, deiner Meinung interessante nach? Frage, ja. Also ein Dienstleister als Filmproduktion haben wir auch Preise veröffentlicht. Also ich kenne keinen freien selbstständigen Editor, der auf seiner Website seine Preise stehen hat. Warum glaubst du, ist das so? Das ist eine interessante Frage. Weil zum Beispiel die Frage wäre, das betrifft ja jetzt hier nicht nur Editoren. Wir sprechen jetzt hier über einen sehr klassischen Bereich, Kreativ-Medienbranche, Film und Kamera. Aber es betrifft ja letztendlich auch einen Fotografen oder andere Solo-Selbstständige in allen möglichen Bereichen. Die müssen ja auch irgendwo ihre Preise veröffentlichen. Und tun sie auch. Tun sie auch. Genau, tun sie auch. Und die Frage ist, warum ist es in der Kreativbranche nicht so? Und das wäre jetzt natürlich interessant, mal rauszufinden. In der Bewegtbildbranche. Ja. Ist ja eine interessante Frage. Also man diskutiert das ja durchaus ab und zu mal mit dem einen oder anderen. So richtig schlau geworden bin ich da persönlich nicht. Ich glaube, das ist vielfach, also warum es überhaupt so gekommen ist, ist vielfach die Frage auch, wie kommen die Leute überhaupt dazu, diesen Beruf zu machen? Ne? Und wird in den, auf den Ausbildungsebenen oder den Selbstlernwegen das überhaupt thematisiert, beispielsweise? Wenn du als Fotograf eine Ausbildung machst und bei einem Fotografen und du siehst, er hat auf seiner, in seinem Schaufenster ein Schild, wo die Preise draufstehen, dann ist das ganz klar, dass wenn du dann selber dich selbstständig machst, dass du auch dein Schild ins Schaufenster hängst. Und dann guckst du natürlich, was hat dein ehemaliger Ausbilder für Preise, dann guckst du, was haben die anderen für Preise, und in der Regel wird es ja auch nicht weniger verdienen als die. Und in der Regel, wenn es ein gesunder Markt ist, also ich sag mal ein ausgewogener Markt ist, dann muss auch keiner anfangen rumzudumpen. Naja, aber die Erfahrung, die sich ja zeigt, ist ja, dass die Selbstständigen nicht drüber reden, komischerweise ihre Preise nicht veröffentlichen. Am Ende des Tages ist alles schlechter geworden. Der Berufsverband oder Berufsverbände haben es nicht geschafft, diese Marktsituation irgendwie... Haben sich gar nicht darum gekümmert, ja. Dann könnte man doch sagen, ist doch eigentlich jeder selber schuld, weil wenn ich eine Pizzeria aufmache und keiner kommt, dann mache ich sie halt zu. Man könnte es so sagen. Viele haben halt dann den Laden so lange offen gehalten, bis sie dann jetzt langsam merken, und ganz schlimm ist ja im Bewegtbild-Kamera-Bereich, wo man jetzt von etlichen Kollegen hört, die tatsächlich die Branche gewechselt haben, weil sie einfach, wie gesagt, die finanzielle Situation so schlimm war, dass sie das nicht überlebt haben. Man sieht das, glaube ich, im... Also ich glaube, ein Grund ist, und da kann man ein bisschen zurückgucken, in der Anfangszeit, wo ich in die BFS eingetreten bin, da habe ich zumindest in meinem Bereich in München festgestellt, dass sehr viele Frauen dabei waren. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Durchschnittsbild für die gesamte Bewegtbildbranche. Naja, Kameramänner sind eher männlich dominiert, ja, aber denen geht es ja schlechter. Interessante Frage ist, in welcher Gesamtsituation befindet sich jemand, der sich einer Marktsituation stellen muss? Und mal ganz bös, ich sag mal, ein Extrembeispiel rausgepickt ist, es gab offensichtlich nicht weniger, die sich gar nicht darum kümmern mussten, ob sie davon leben müssen oder nicht. Weil wenn ich einen Ehepartner habe, der mich durchfüttert quasi, dann ist es auch egal, was ich für einen Tagessatz tatsächlich verlange. Wenn ich sozusagen im Grunde just for fun arbeiten kann und dann noch froh bin, dass ich dafür bezahlt bin. Also sehe ich mal wieder dieses Beispiel mit den Hobbyfotografen. Die freuen sich ganz fürchterlich, wenn sie mal ein paar 50er irgendwie von der Agentur bekommen, während ein Fotograf, der davon leben soll, irgendwie nur noch abkotzt. Also das ist ein ähnliches Verhältnis. Ja? Also jemand, der als Ingenieur irgendwo festangestellt ist und als Hobby wirklich tolle Bilder macht, weil er sich nur darum kümmert, die Zeit auch zu verwenden, die er hat, irgendwie tolle Bilder zu machen. Und dann macht er auch sicher irgendwann tolle Bilder, weil er auch sich leisten kann, teure Technik zu kaufen. Und genauso eine Editorin, die sich leisten kann, weil ja ihr Partner das mitfinanziert, sich einen teuren Schnittplatz dahin zu stellen und den dann im Grunde betriebswirtschaftlich zu nicht refinanzierbaren Preisen im Grunde verschenkt, dann freut sich natürlich jeder Auftraggeber.
warum soll er die Chance nicht nutzen? Genauso wie die Fotoagenturen jetzt eben die Hobbyfotografen featuren. Naja, aber irgendwo muss doch ein Unterschied sein zwischen dem Profifotograf und dem Hobbyfotograf, ich meine. Nee, tatsächlich, also Qualität setzt sich da durch, heißt es immer. Ja, aber dann habe ich einfach so viele Hobbyfotografen wie gesagt, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Das heißt, ich habe einen so großen Pool an Hobbyfotografen, die im Grunde sich nicht wirtschaftlich davon nehmen müssen, die es aber sozusagen darüber freuen, dass überhaupt was kriegen und wenn sie veröffentlicht sind, sich ein Loch im Bauch freuen. Und dann das eben immer weiter treiben, die graben, sage ich mal, den Professionellen regelrecht das Wasser ab. Naja, aber das ist ja dann wirklich, wenn ich mir das so anschaue, auch in den letzten Jahren, also die Quersubventionierung, wenn man das so nennen darf, die Quersubventionierung durch eine andere Finanzierungsquelle, sei es einen zweiten Mitverdiener, einen Lebenspartner oder irgendwelche Geldquellen, die jetzt nicht mit der eigentlichen Dienstleistung zu tun haben, das scheint ein großes Problem zu sein in der ganzen Branche. Weil konsequent wäre ich natürlich, wenn man, ich habe schon mal den Satz gehört, Filme macht man mit dem Herzen, ja, dann muss ich auch konsequent sein und es einfach umsonst machen. Dann darf ich eigentlich überhaupt nichts dafür verlangen, dann verschenke ich es. Aber auf der anderen Seite muss es ja irgendwo eine Wertigkeit haben. Also diese Quersubventionierung durch andere Branchen, durch andere Geldquellen, ist meines Erachtens eines der größten Probleme, warum die Kalkulation nie ernst genommen wurde. Also die Kalkulation für eine betriebswirtschaftlich, wie du gesagt hast, betriebswirtschaftliche Grundlage, betriebswirtschaftlich positiv. Ja, jetzt habe ich nur einen Faden verloren. Was, worin die Frage jetzt mündet? Oder? Ja, gute Frage. Wir schneiden hier nochmal an. Ich stelle die Frage nochmal. Also die Quersubventionierung, also in den letzten Jahren, also ich habe auch festgestellt in den letzten Jahren, dass diese Problematik der Quersubventionierung durch andere Geldquellen, also durch einen Lebenspartner, durch Geldquellen aus der Verwandtschaft, die Generation Erben zum Beispiel, da gibt es ja auch viel, viel Geld, das nicht wirklich, wie soll ich sagen, erwirtschaftet werden musste, sondern da gibt es einfach eine Generation, die hat sehr viel Geld und die kann das natürlich auch ausgeben und ihren Träumen nachgehen. Das ist eine tolle Sache, weil jeder wünscht sich das zu tun, worauf er Lust hat. Aber diese Situation bedingt natürlich Quersubventionierung als, sag ich mal, Marktdumping-Möglichkeit, die dadurch nicht erkannt wird, weil man sich nicht drum kümmert oder weil man auch gar nicht diese betriebswirtschaftlichen Rechnungen versteht. Ja, also würdest du es bestätigen? Ist nicht mal, genau, so ist es. Also das ist ja noch nicht mal ein bewusstes Dumping. Aber wenn davon genug da sind, bedeutet das, dass die den gesamten Markt runterziehen. Und wenn die für sich selbst, sage ich mal, ihre eigene Wertschätzung sozusagen sich nicht darum kümmern, dass sie zu Marktpreisen interagieren, zu denen auch andere, sag ich mal, die von diesem Beruf leben müssen. Also selbst ein Ingenieur muss ja auch eine Familie ernähren. Der verdient aber in der Regel so viel mehr auch als ein Editor. Warum? Der hat auch studiert. Die meisten Editoren sind in der Filmhochschule gewesen. Ich habe auch, Medienpädagogik studiert. Also warum soll ich nicht so viel verdienen wie ein Ingenieur? Also warum verdiene ich die Hälfte oder noch weniger? Warum anders gefragt? Warum musst du eine Familie haben? Ist doch auch ja, klar, wir können auch alle aussterben. Naja, ich glaube, da ist auch ein biologischer Zwang da. Ne? Also für die meisten Menschen zumindest. Ja, ich stelle das jetzt deswegen so provokant, weil wenn ich mir jetzt überlege, dieses Argument, du hast ja keine Familie oder was auch immer, du hast eine Familie, das darf ja in dieser ganzen Kalkulation gar keine Rolle spielen, weil wenn ich nämlich jetzt keine Familie hätte oder wenn jetzt irgendjemand so sagt, er braucht das alles gar nicht, dann hat er ja trotzdem die Möglichkeit, mit seinem Beruf entsprechend zu verdienen und hat halt mehr Geld übrig für andere Dinge. Der kann sich dann entweder ein tolles Auto kaufen oder er kann spenden oder er kann sich sozial engagieren, er kann was auch immer tun, aber es kann ja nicht sein, dass nur weil einer keine Familie hat, andere sich es nicht mehr leisten können, eine Familie zu haben, oder? Ja, aber da sind wir bei dem Thema Solidarität und auch, wie funktioniert eine Gesellschaft. Ne? Also eine Gesellschaft ohne Kinder, wer pflegt dann die Alten? Also es muss unabhängig von so wirtschaftlichen Fragen, muss ja eine Gesellschaft einen Konsens finden für alle Lebensbereiche. Und ein Konsens muss auch gefunden werden für die Art und Weise, wie man das ganze Lebenskonstrukt überhaupt aufrechterhält. Also dazu gehört nun mal heutzutage, dass wir mit Geld wirtschaften und nicht direkt unser Essen selber anbauen. Ne? Das
ist ja nun mal eine komplexe Kulturgesellschaft. Also da müssen wir ja irgendwie schon gucken, dass wir uns nicht nur auf uns selbst fokussieren. Erst recht jemand, sag ich mal, der selbstständig allein lebt, sag ich mal, oder vielleicht nur mit einer Lebenspartnerin ohne Kinder, finde ich, der hat genauso eine Pflicht, sich darum zu kümmern, wie kann die Gesellschaft als Ganzes funktionieren. Also wie kann auch jemand, der eine Familie hat, ernährt werden, weil dessen Kinder werden seine Rente finanzieren. Auch wenn er dafür Geld jetzt einzahlt, aber ohne die Kinder des anderen wird er seine Rente nicht bekommen. Egal, ob er privat irgendwie Rente vorsorgt oder in eine öffentliche, gesetzliche Rente einzahlt. Die Rente werden nur die Kinder der anderen erwirtschaften. Also hat auch der eine Verantwortung, nicht nur für sich selbst, sondern gesamtgesellschaftlich gesehen, dass er sich darum kümmern muss, dass alle zu ihrem Wohl kommen. Ja, sonst kann er auch auswandern nach Kanada, irgendwo in die Pampa und da versuchen, als Einsiedler zu überleben. Ja, das ist ja mit Selbstständigen ja oft so das Thema. Du ziehst dich in vielen Bereichen als Selbstständiger natürlich auch offen dem Solidaritätssystem oder dem Solidarsystem, in dem du zum Beispiel dich privat krankenversicherst und so weiter, was teilweise ja auch nur so möglich ist für manche Konstellationen. Aber Selbstständigkeit heißt ja auch irgendwie selbst und alleine. Also das ist ja wirklich sozusagen, okay, ich kann das besser als irgendwie in einer Gruppe, in einer Firma mit dem Chef und dem Häuptling und mit Mitarbeitern. Ich kann das alleine. Ich kann das. Ich habe mehr Chancen. Ich sehe mehr Trends. Ich bin ideenreicher. Ich bin so. Ich traue mich das zu oder ich traue mir das zu, das selber zu machen. Das ist ja dann auch wieder so Sachen. Ja, Solidarität auf der anderen Seite, aber Selbstständigkeit. Wie passt das für dich zusammen? Auch diese Selbstständigkeit kann nur innerhalb der Gesellschaft mit Solidarität funktionieren, weil ich kann ja nur überleben, wenn ich Kunden finde und Kunden mit dem, was ich mache, zufrieden sind. Und das reicht aber nicht aus. Wie gesagt, also wir alle haben als Teil dieser Gesellschaft eine Mitverantwortung. Und der größte, ich sag mal, auch politische Mitverantwortung, die man in seinem Leben gestalterisch umsetzen kann, ist, sich unmittelbar um seine Mitmenschen zu kümmern. Und das sei es nur in einem Berufsverband eben dabei zu bleiben und durchzuhalten und das Geld über die Jahre immer gezahlt zu haben, auch wenn es am Anfang nicht viel gebracht hat. Das ist ein Beitrag für die Gesellschaft oder für zumindest meine unmittelbare Interessensumgebung, so würde ich es mal nennen. Ja. Ich glaube, da kannst du sogar mehr machen, als wenn zur Wahl gehst und wählst, wenn du dich darum kümmerst, dass dein Berufsverband sozusagen, dass du dich da engagierst und dass du da guckst, dass so Leute, die das Gleiche machen wie du, die gleichen Interessenslagen, die gleichen emotionalen Bezüge haben zum Leben, weitestgehend zumindest, dass man sich da organisiert, engagiert, solidarisiert. Du bist also seit 20 Jahren im Business und hast einen guten Überblick über die ganze Branche in den letzten Jahren von allen Seiten bekommen. Was hat sich denn für dich verändert zu der Zeit, die du angefangen hast und zu der Zeit, wo wir jetzt stehen? Ja, also ein Aspekt, der mich in letzter Zeit öfters beschäftigt als Selbstständiger ist, dass ich sag mal, dieser Business-Bereich Medienproduktion sich auch sehr stark anfängt, regulatorisch, sage ich mal, zu verändern oder auch zu professionalisieren. Also man erlebt es jetzt mehr und mehr, je größer auch die Kunden werden, die man so bekommt. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel mit BMW zu tun bekomme oder mit Red Bull oder mit großen Sendern oder Bavaria, dass man plötzlich anfangen muss, was man in der Medienbranche sehr wenig gewohnt ist, Verträge zu machen. Also man muss nicht nur, sag ich mal, sich darum kümmern, dass man überhaupt vernünftige Preise überhaupt generiert und die kommuniziert oder auch verhandelt, sondern sobald dann sozusagen so ein Preis ausgehandelt ist für eine Dienstleistung oder für eine Produktion, dann muss man sich plötzlich mit Fragen beschäftigen. Ich brauche nicht nur einen Steuerberater, ich brauche jetzt auch noch einen Fachanwalt. Ne? Einen Fachanwalt für Medienrecht, einen Fachanwalt für Vertragsrecht, einen Fachanwalt für Urheberrecht, einen Fachanwalt für DSGVO, einen Fachanwalt für die Texte auf meinen Webseiten. Das ist zum Teil also wirklich der Wahnsinn. Und nichts davon wird in irgendwelchen Medienberufsausbildung wegen irgendwie gelehrt.
Ja, also weder in der Filmhochschule noch im Mediengestalterbereich. Also es fehlt ja nicht nur die Lehre, wie ich als Selbstständiger kalkuliere oder die Lehre, wie ich als Selbstständiger mich verkaufe oder verhandle. Es fehlen auch solche rechtlichen Fragen, sage ich mal im weitesten Sinne. Und es ist krass, wie stark die sich weiterentwickelt haben. Also ein Beispiel ist, das ist glaube ich vielen Freelancern nicht bewusst, dass sie sogar für viele Dinge haften. Also eine Haftungsfrage muss ja auch abgesichert sein. Ich muss entsprechend versichert sein. Die Frage ist, kann ich mich überhaupt für bestimmte Dinge versichern? Was für Kosten entstehen dadurch? Wir haben die Situation, dass ganz viele Freelancer überhaupt nicht ausreichend haftlich versichert sind, geschweige denn andere Versicherungen haben, um andere Risiken in ihrer Selbstständigkeit abzudecken. Das ist etwas, was ich auch vor 5 Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich ganz hart mit auseinandersetzen musste, dass ich war zwar teilselbstständig, aber ich habe als Angestellter hatte ich ja zumindest sowas wie eine private Haftpflichtversicherung. Ja. Das hat für die Spielereien, die ich so gemacht habe, hobbymäßig gereicht. Aber sobald ich anfange, irgendwo eine Kamera hinzustellen und sei es nur in einem Museum und die fällt um und zerstört ein millionenteures Gemälde an der Wand, ja, irgendein bayerischen Schloss hier, whatever, da hafte ich dafür. Und ich hafte ja nicht nur dafür als Produktionsfirma, sondern ich hafte auch als Freelancer, als Kameramann. Und ich hatte eben letztens ein Color Grading für eine große Produktionsfirma gemacht und da habe ich ungelogen einen 20-Seiten-Vertrag für 5 Tage Arbeit bekommen. 20 Seiten. Und das meiste davon ging es da um Haftungsfragen. Und eine der Haftungsfragen war, was passiert, wenn ich eine Coca-Cola auf die Tastatur kippe und die Coca-Cola dann vielleicht noch auf die Workstation runterläuft und auf der Workstation sind vielleicht Produktionsdaten vom letzten halben Jahr drauf und der Vermögensschaden, der dann entsteht für diese Firma, liegt vielleicht bei 500.000 Euro. Nur weil ich eine Coca-Cola über eine Tastatur und über eine Workstation gekippt habe. Ist nachvollziehbar. Ist eigentlich nachvollziehbar. Total. Weil wenn ich nicht fähig bin, eine Tasse ruhig auf dem Tisch stehen zu lassen oder zu greifen, dann bin ich verantwortlich dafür. Und das sind plötzlich Haftungsfragen, die ganz vielen Freelancern, na, und wenn sie dann mal darüber legen, was sie dann, wie wenig sie oft verdienen, dann auch noch eine Haftpflichtversicherung davon bedienen sollen. Abgesehen davon müsste ich ja schon Zeit investieren, um die 20 Seiten durchzulesen. Das heißt, ich muss sie auch noch verstehen, ich muss sie auch noch unterschreiben. Das heißt, ich muss mich dann entsprechend abgesichert haben. Das heißt, wie gesagt, dann brauche ich wieder einen Anwalt. Den Anwalt muss ich bezahlen. Und Entschuldigung, ein Anwalt, was verdient der die Stunde? Also Mindestberatungshonorar bei Anwälten 90 Euro die Stunde. Das ist ja noch günstig. Das ist noch günstig. Also normal liegt eigentlich so 150 bis 300 Euro die Stunde. Die Arbeitsstunde. Ne? Das heißt, wenn der sich das durchliest und wenn der 2 Stunden braucht, dann bin ich schon bei 600 Euro. Und da hat er mich noch nicht beraten. Also hat er erstmal nur den Vertrag gelesen und alles aufgeschrieben, was er denn meint. Und dann muss er ja noch mit mir reden und ich muss das auch noch verstehen. Er muss es mir erklären. Ist die nächste Stunde weg. Ja, aber ist nicht genau das der Punkt, dass der Anwalt eine begrenzte Zeit hat, so wie eigentlich jeder, aber der Anwalt sich bewusst ist, wie viel seine Stunde wert sein muss, weil er nicht jeden Tag eine Stunde oder 20 Stunden verkaufen kann. Das heißt, die Kalkulation ist ja relativ einfach, wenn der sich vorbereiten muss und dann, sag ich mal, 3 Beratungen am Tag hat, muss er, sag ich mal, 200 Euro die Stunde nehmen. Wenn jeder eine Stunde da ist, hat er 600 Euro verdient, hat dafür aber den ganzen Tag vorbereitet und so weiter. Das heißt, dann liegt er ja auch nicht weiter als bei einem 700 Euro, ich sag mal, Kameramann oder Freiberufler oder Fotograf. Das ist ja gar nicht so weit weg, rechnerisch gesehen. Es klingt bloß so viel, weil es nur eine gefühlte Stunde ist. Aber ist denn Zeit den Medien- und Kreativschaffenden gar nicht so bewusst, dieser Wert der Zeit, den sie da haben? Weil die arbeiten ja auch die gleiche Stunde. Ja, also genauso wenig, wie sie sich darum gekümmert haben, eben Preise kalkulieren zu lernen und zu gucken, was verdienen denn andere. In ihrem Metier gucken sie offensichtlich auch nicht über den Tellerrand. Also was verdient denn jemand anders, der mit ähnlicher universitärer Ausbildungszeit einen Job
halt angenommen hat oder sich selbstständig gemacht hat. Also da frage ich mich auch immer wieder, warum sollen wir als auch hoch ausgebildete Menschen weniger verdienen als ein Anwalt oder Ingenieur? Nein, da kommt immer die Frage, ja, einer macht es ja sowieso billiger. Egal, was ich verlange, es gibt jemanden, der es billiger macht. Das ist was ich immer zum Beispiel an den Filmschulen höre. Wenn ihr Vorträge gibt es ja bei mir auf der Webseite, habt ihr ja vielleicht schon gesehen oder hast du einfach mal reinklicken auf meiner Webseite unter meiner Mediathek, kostenlose Freelancer-Mediathek. Da kannst du alle meine Vorträge an den Filmhochschulen oder in München, HFF, Filmakademie Ludwigsburg in Stuttgart an verschiedenen Events kostenlos anschauen und dir ein bisschen ein Thema. Da geht es auch um diese ganzen Themen Freiberufler, Kalkulation. Und da kam ja auch oft schon die Frage, ja, aber es gibt ja immer einen, der dann am Ende billiger ist als ich. Wie stehst du zu dieser Aussage? Also ich habe mich noch nie darum gekümmert, was jemand macht, der es billiger macht. Sondern wenn, habe ich geguckt, was machen die, die genauso viel verlangen oder mehr verlangen wie ich. Und dann habe ich geguckt, ob ich das auch schaffe. Und dann gucke ich, ja, welche Kunden könnten daran interessiert sein, mich so gut zu bezahlen, wie ich mir vorstelle, bezahlt werden zu wollen. Ja, aber warum soll ich dann dich buchen und nicht irgendjemand anderen, der ja das Gleiche macht, weil der, wenn er billiger ist, ich meine, ich muss ja Kosten sparen. Mir ist es ja einfach im Endeffekt egal, wer es macht. Hauptsache, das Problem, was ich habe, wird gelöst und dafür möchte ich wenig zahlen. Das ist genau der Punkt. Kann der andere, der billiger ist, das Problem lösen, was der Kunde hat? Das ist ja fast in allen Wirtschaftsbereichen so. Es geht eigentlich um Kunden, der hat irgendeine Aufgabe zu stellen, also ein Problem, könnte man auch sagen. Und es gibt halt Leute, die können dieses Problem lösen. Und sei es nur, dass sie Arbeitskraft bringen und diese Arbeitskraft ein gewisses Know-how mittransportiert, das notwendig ist, um dieses Problem zu lösen. Also sei es, einen Film zu schneiden oder die Farbkorrektur zu machen und. Aber ein Film ist doch kein Problem. Also ich habe ja gemerkt, der Filmschnittbereich, egal ob TV oder Film, der ist so schlecht bezahlt, dass ich mich darin nicht mehr wiederfinde. Ja, aber wenn du das überlegst, jetzt kriegt jemand 200 Euro am Tag, dann kann er 20 Tage im Monat da verkaufen, sind schon mal, was ich, 20 mal 20 sind 4.000, nee, 200 Euro, bei 300 Euro kriegt er schon 6.000, 8.000. Das ist wahnsinnig viel mehr Geld im ersten Moment als ein Festangestellter. Ich meine, so schlecht verdienen die doch offiziell gar nicht. Tatsächlich verdient er unter Umständen übers Jahr gerechnet so wenig, und da brauchen wir uns nochmal eine Zahl über der Zunge zergehen lassen, nämlich, dass durchschnittlich alle in der KSK, das ist die Künstler- und Sozialkasse. Da sind ganz, ganz viele der Kreativ-Bewegtbildbranche, aber auch Theater und so weiter drin. Was verdienen die durchschnittlich brutto im Jahr? Irgendwas 17.000, 18.000 Euro brutto. Davon könnte, das ist unter Hartz IV oder so. Also das heißt IV im Einzelfall, wenn du eine Familie siehst. Ja, es kommt im Einzelfall. Stocken tatsächlich ganz viele Hartz IV auf, die in der Medienbranche arbeiten. Aber das kann so doch dramatisch, sein. Doch so dramatisch schlimm ist es statistisch jetzt mal gesehen. Es gibt, sage ich mal, natürlich ein paar, die wurschteln sich ganz gut zurecht. Also da sind wir bei den Quersubventionierern, da gibt es eine ganze Menge davon. Dann gibt es noch welche, die haben es halt irgendwie geschafft, sage ich mal, bis kurz vor knapp davon zu leben und merken diesen Verfall und haben entweder jetzt den Job gewechselt, die Branche gewechselt, um wieder mehr zu verdienen. Und es gibt natürlich ein paar Stars, Schauspieler auch, aber auch im Bereich Editoren oder so, die sind halt mal eine Weile ganz gut im Geschäft. Aber von denen, die mal eine Weile ganz gut, also selbst wirklich top bezahlte Kameraleute, die Hollywood-Produktionen gemacht haben, die haben vielleicht dann eine Hollywood-Produktion gemacht und dann sind sie so teuer geworden, dass sie für den gesamten deutschen Markt tot waren. Das heißt, die haben dann eine Hollywood-Produktion, haben den Absprung geschafft, und wenn sie dann nicht die nächste noch teurere Hollywood-Produktion bekommen, dann war es das. Das ist das Ende. Die dümpeln jetzt quasi als Honorarprofessor an irgendwelchen Hochschulen rum. Also wie überlebt man das? Wie ernährt man dann weiterhin eine Familie, wenn man dann 50 ist und vielleicht den sozusagen Karriereknick auf diese harte Weise erlebt hat? Also da gibt es eine große Bandbreite natürlich, auch anders als vielleicht im Angestelltenbereich. Sag ich mal, wenn ich für BMW arbeite, und da gibt es vielleicht auch eine gewisse Bandbreite, was die Leute verdienen, aber die meisten verdienen so gut, dass sie sich ein Haus, einen fetten Urlaub, drei Autos und fünf Kinder leisten könnten.
Ja, in der Regel ohne Probleme. Aber mal gucken, was die in 10 Jahren machen, wenn die Autoindustrie weg ist. Also, ne, die Frage ist eben, man sollte sich nie mit der Frage beschäftigen, es wird immer jemand geben, der es billiger macht. Sondern man sollte sich ausschließlich mit der Frage beschäftigen, was kann und will ich verdienen und wie kann ich das umsetzen? Und vor allem wo und mit welcher Leistung? Ja, und ist dazu vielleicht mehr Know-how nötig? Und wenn ich nicht über die Jahre mein Know-how ständig auf dem Laufen gehalten hätte, dann hätte ich halt, als ich dann festgestellt habe, als Editor kann ich nichts mehr verdienen und als Angestellter bin ich so teils auch nichts mehr verdienen. Wie kann ich dann Geld verdienen? Und da war halt, weil ich halt so breit aufgestellt bin. Du hattest viele Möglichkeiten. Hatte ich viele Möglichkeiten und ich konnte, weil ich viele Möglichkeiten hatte, plötzlich picken und sagen, und dann sind mir die Kunden, ich sag mal, fast zugeflogen. Und ich musste mich gar nicht so sehr um Akquise und Marketing kümmern, weil einfach viele Leute, die mich kannten, die wussten, ah, ich bin jetzt selbstständig, die haben dann einfach mal gefragt, kannst du mal dies machen, kannst du mal das machen? Und ich konnte mal sagen, ja. Das heißt, ich konnte die Probleme der Kunden lösen und ich konnte sie vor allen Dingen zu einem Preis lösen, den haben die Kunden freiwillig bezahlt. Ich verhandle oft noch nicht mal über Preise. Das ist der Riesenunterschied. Ich bin so weit, dass ich sage, ich koste das. Und dann, wenn der Kunde sagt, nee, kann ich nicht zahlen, dann sage ich, okay, kein Problem. Dann muss er woanders hingehen. Muss er woanders hingehen. Ja, genau. Natürlich. Das ist ja auch irgendwo, ich meine, du hast es ja auch kalkuliert, du hast ja Gründe für deine Preise. Das ist ja nicht, dass du die würfelst, oder? Nee. Also ich kann es mir gar nicht leisten, für weniger zu arbeiten. Das heißt, wenn der Kunde es nicht bezahlen will, so what, das ist mir dann auch dann ist es der falsche scheißegal. Kunde. Dann ist es der falsche Kunde. Es ist der falsche Kunde. Und ich habe tatsächlich Kunden, die dann auch mal gesagt haben, okay, es reicht jetzt, ist mir zu teuer. Sind aber nach 2 Jahren wiedergekommen, weil sie gemerkt haben, mit den ganzen anderen Billigeren wird es teurer unter Umständen, als hätten sie mich gleich gebucht. Okay, das heißt also für dich auch jetzt oder für unsere mal, Zuschauer, für dich da draußen, ist es natürlich jetzt auch so ein guter Tipp zu sagen, naja, exklusiv sich auf eine Leistung zu fixieren, auf einen Berufsbereich monopolisiert sozusagen zu spezialisieren, ist deiner Meinung nach heutzutage nicht mehr oder nur in Ausnahmefällen noch ein guter Rat? Ein ganz schlechter Rat, ja. Das ist hochgradig gefährlich. Dann kannst du vielleicht 5 oder 10 Jahre überleben, aber wenn du nicht in den 5 bis 10 Jahren geschafft hast, ein weiteres Standbein aufzubauen, bist du als Selbstständiger dann mitunter tot. Womit hat es zu tun, deiner Meinung nach? Das ist völlig normal, weil die Gesellschaft entwickelt sich weiter und man muss vor allen Dingen sehen, die Technologien entwickeln sich rund weiter. Und wir werden erleben, dass auch in der Medienbranche, in der Bewegtbild-Medienbranche, die Digitalisierung weiter voranschreitet, die Automatisierung weiter voranschreitet, dass irgendwann die Stock-Footage-Band so groß werden, dass mehr und mehr Stock-Footage verwendet wird, zum Beispiel im Werbebereich, um Kosten zu senken. Aber was man auf der anderen Seite aussieht, also derzeit erleben wir durchaus einen Boom in der Medienbranche. Also die Anzahl der Firmen, die beispielsweise noch gar keine vernünftige Website haben, die keine vernünftigen Videos haben. Du kannst beim Google-Ranking nicht mehr punkten heutzutage, wenn du nicht mindestens einen eigenen YouTube- und Vimeo-Kanal hast, mehrere Videos online hast, die klickbar sind, wo wieder deine Website gegen verlinkt ist. Das heißt, es ist durchaus eine positive Entwicklung da, dass mehr Kunden existieren, die bestimmte Produkte brauchen. Da ist durchaus auch ein Markt da für kleine Firmen, die einsteigen und ich sag mal für Rollladenzierer wie da drüben, ein ganz frischer Laden irgendwie mal ein Imageware machen. Und ja, aber das vielleicht ist ja auch nicht schön. Für einen Riesenpreis. Da hört man doch immer, dass das ja, ich meine, das hat ja nichts mit dem Zauber der Ruhm und Ehre zu tun. Das ist ja nur der Rollladen, sag ich mal, Laden. Das ist aber die Realität. Also ich sag mal, wenn ich in der Medienbranche überleben will, dann mache ich vielleicht nicht nur den Kinospielfilm Hollywood-Niveau. Ja? Also man kann auch für so ganz kleine Firmen ganz kreative Sachen schaffen. Also ich habe zum Beispiel gerade zum Teil auch besser bezahlt. Also mal ein konkretes Beispiel. Ich mache jetzt für eine Firma, die ist 50 Jahre alt, die hat zwar eine ganz gute Website,
aber sie hat noch keinen einzigen Imagefilm. Und über Empfehlungen bin ich bei denen gelandet, obwohl ich eigentlich, sag ich mal, als kleine Firma vielleicht im Verhältnis zu dieser Firma ein ganz kleines Licht bin. Ja, die haben 180 Angestellte weltweit. Also das ist irgendwie kein kleiner Krauterladen. Das ist keine Riesenfirma, aber es ist auch kein kleiner Krauterladen. Aber das ist so in dem Bereich von Firmen, die einen Bedarf haben, der auch neu entsteht jetzt, weil über Google, YouTube und Vimeo bedient werden müssen. Auch zum Beispiel im Recruiting-Bereich. Ein Student, der heutzutage sich orientiert, wie sieht die Firma aus, wo ich mich bewerben will. Wenn du dort keine Videos findest, dann bist du im Social-Media-Bereich und so weiter eigentlich schon, dann interessiert es, findest du unter Umständen keinen Nachwuchs mehr. Also dein Personal zu finden, ist heutzutage wegen Social Media nur noch über zusätzliche Videos überhaupt machbar. So, und die Frage ist, ist das jetzt, sage ich mal, nicht kreativ, was man für die schaffen kann? Also ist zum Beispiel eine Herausforderung, eine Diskussion, die ich mit denen hatte, war auf der Ebene, wie kann ich denn als Firma, die ich noch nie in Imagefilm gemacht habe, mich abheben von der Konkurrenz. Guckst du dir mal die ganzen Videos an, die so gibt an Imagefilm, die sind alle ziemlich gleichgeschaltet. Die machen alle das Gleiche. Es ist überall das gleiche Schema. Das ist vielleicht nicht schlecht, aber du hebst dich nicht ab. Also das besonders kreative Herausforderung an diesem kleinen Projekt ist, und das waren immerhin jetzt für ein Jahresbudget von 20.000 Euro, machen wir jetzt hier ungefähr 2,5 Minuten. Das wird sich ein bisschen verteilen übers Jahr, über 4 Teile. Aber wir machen jetzt sozusagen, erstmal haben wir so ein Teil-Image schon gemacht. Die erste Hälfte ist abgeschlossen. Der wurde jetzt auch schon auf der Messe gezeigt. Die sind auch ganz happy. Und wir haben uns da mal was ganz Neues einfallen lassen. Ein ganz anderes Konzept auch gewählt. Das unheimlich viel kreatives Potenzial geboten hat. Und im Verhältnis gesehen, sage ich mal, 2,5 Minuten und 20.000 Euro, das ist ein Budget, das findest du eigentlich erst bei Spielfilmen. Naja. Es ist aber trotzdem im Verhältnis eine kleine Produktion. Ja, es ist nicht die Dumpingproduktion, ich sage mal, für 2.000 Euro irgendwie mal einen Tag gedreht und einen halben Tag Post gemacht. Das kann man aber auch kreativ ausgestalten, gerade als junger Mensch. Und da kann man unter Umständen auch genug Geld verdienen. Wenn ich als Abiturient eine 5D Mark II geschenkt bekommen habe oder Mark III oder vom Papi oder Enkel, Onkel, whatever. Da gibt es jede Menge Abiturienten, die als junge Kreative irgendwie jetzt in die Medienbranche einsteigen. Und da gibt es inzwischen etliche kleine Firmen, die schon mit 3-4 Leuten, Kumpels zusammen quasi Medienproduktionen durchführen, zum Teil auf Niveau. Die mieten sich dann die Red oder die Arri Alexa oder die LF, kriegen sie noch gesponsert, weil sie halt ein cooles Projekt machen. Man muss halt, da kann man seine Kreativität voll ausleben. Ja, und muss gar nicht mal schlecht verdienen. Okay. Alles machbar. Das heißt, du kannst es durchaus empfehlen zu sagen, ja, Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite, Kreativität auf der anderen Seite ist eigentlich, wenn ich es so höre, sind es ja eigentlich Goldgräberstimmungen für Leute, die ausgebildet sind. Klar, vielleicht kommt da der Fachkräftemangel her, weil da noch so viel mehr Leute gebraucht werden würden zu einem extrem hohen Niveau, die vielleicht jetzt gar nicht mehr da sind, weil junge Menschen vielleicht auch lieber sich über App-Designer oder Programmierung unterhalten und vielleicht auch über irgendwelche anderen Social Media oder andere neue Berufe, als jetzt der klassische Medienschaffende. Sehe ich das richtig? Ja, also man könnte das sogar verbinden. Also man sieht das jetzt im Bereich 360-Grad VR-Anwendung, wo das extrem stark in Richtung auch Programmierung driftet. Das heißt, jemand, der gut programmieren kann und dabei auch noch gleichzeitig Kamera bedienen kann, dann auch schöne Bilder macht und vielleicht auch eine schöne Postproduktion. Oder er ergänzt sich durch einen Kumpel, der halt nur programmiert und er macht halt den Part. Also da gibt es ein weites Feld an Entwicklungspotenzial. Also so definitiv. Gesehen ist dann die Medienbranche, also Kreativbranche doch kein schlechtes Pflaster? Nö, definitiv auch heute nicht. Selbst unter den Bedingungen, dass für bestimmte Bereiche, die extrem, die Mausklicker-Ebene, wo gar nicht so viel kreatives Potenzial verlangt wird. Also ich sag mal, ich schneide einen Magazinbeitrag beim Bayerischen Rundfunk als Freelancer. Da hast du vielleicht so viel kreatives Potenzial, wenn du Glück hast, weil der Redakteur seinen Text schreibt, dass du den Schnitt alleine machst. Vielleicht machst du noch eine Tonmischung und vielleicht bist du noch so gut, dass die Farbkultur macht. Dann kannst du dich ausleben, aber du bist, Entschuldigung, scheiße bezahlt.
Dazu kann ich niemandem raten. Aber wenn du dich selbstständig machst und versuchst, einen kleinen Imagefilm anzufangen, eine Firma zu bauen, die nur Imagefilme produziert und die vielleicht mit diesen ganzen neuen Herausforderungen der Digitalisierung zurechtkommt und sich da ständig weiterentwickelt, da ist ein Riesenmarkt da. Und einer, der auch dann besser bezahlt ist als der Mausklicker beim Fernsehsender. Okay, das klingt alles wunderbar. Neben Kalkulation und Kreativität und Fachwissen, was ist deiner Meinung nach noch eine wahnsinnig wichtige unternehmerische Bereich, mit dem man sich beschäftigen sollte, auch als Freelancer, die sich ja oft nicht als Unternehmer verstehen, sondern als kreative Freiberufler? Gibt es da etwas, was auf jeden Fall deiner Meinung nach noch extrem wichtig ist? Ja, wir hatten ja schon ein Beispiel Haftungsfragen angesprochen und da tun sich durchaus weitere Bereiche auf. Da fällt mir noch ein anderes Beispiel konkret ein. Da bin ich selber auch erst durch meine Unterrichtstätigkeit für den Drohnenführerschein oder meine Zertifizierung als Drohnenführerscheinprüfer gestoßen. Freelancer, der jetzt zum Beispiel eine Drohne fliegt, ein Kameramann, ein Kameraassistent oder auch die Produktionsfirma. Ich bin selbst sozusagen, bin ich jetzt auch Produktionsfirma, wenn ich einen Imagefilm produziere. Und ich hole mir jetzt eben irgendeinen Freelancer, der fliegt jetzt für mich, weil ich die Regie mache beispielsweise. Dann tauchen plötzlich neue Haftungsfragen auf, mit denen ich so bisher auch nicht gedacht habe, dass man damit als Unternehmer konfrontiert wird oder als kreativer Freelancer konfrontiert wird. Und sieht zum Beispiel so aus, dass wenn ich Leute beschäftige als Produktionsfirma, die jetzt einen Imagefilm produziert, sei es eben den Kameramann oder Kameraassistent oder wer auch immer als Freelancer, sag ich mal, da für mich dann tätig wird. Und der bedient jetzt beispielsweise einen kleinen Kamerakran. Dann muss ich als Unternehmer mich darum kümmern, ob derjenige, der diesen Kran bedient, überhaupt hinreichend qualifiziert ist, diesen Kran so zu bedienen, dass es sicher ist. Das heißt, ich habe als Unternehmer eine Verantwortung für die Leute, die ich beschäftige. Und das gilt nicht nur für einen Unternehmer, der Angestellte hat, sondern das gilt auch für einen Unternehmer, der Freelancer beschäftigt. Und umgekehrt ist der Freelancer wiederum selbst in der Pflicht und Verantwortung sozusagen, um diese Haftungsrisiken, die da entstehen, abzudecken, sich eben entsprechend weiter zu qualifizieren und diese Qualifizierung auch per Nachweis, das nennt man Fachkundenachweis oder Befähigungsnachweis oder der klassische Drohnenführerschein gehört dann mit dazu. Und die interessante Frage ist, woher kommt das? Also was für eine gesetzliche Grundlage steckt dahinter? Und da ist man vielleicht überrascht zu sehen oder zu hören, dass die gesetzliche Unfallversicherung hier sozusagen das Zündlein an der Waage ist. Die wiederum verlangen, dass jeder, egal ob Freelancer, Angestellter oder eben Unternehmer, für bestimmte riskante Tätigkeiten entsprechende Qualifikation nachweisen muss. Und da kommen wir wieder auch zu dem Thema, was bin ich wert? Also wenn ich für eine bestimmte Tätigkeit einen Qualifikationsnachweis liefern muss, dann hat die mich ja auch Geld gekostet, ganz klar. Es ist jetzt eben nicht nur Hau, was eben vom Himmel fällt, sondern ich musste ja auch unter Beweis stellen, dass dieses Know-how auch vorhanden ist und funktioniert im Alltag. Gut, da stellt sich jetzt mal für uns die Frage, wenn ich zum Beispiel überlege in meinem Berufsbereich, je nachdem, in welchem ich aufhalte, wo bekomme ich denn dann solche Zertifizierungen für Arbeitsschutz, wahrscheinlich würde man das bezeichnen, her? Hast du irgendwelche Quellen? Ja, du sagst ein paar für die... Ja, also Quellen, wo man sich darüber informieren kann, was man da als Unternehmer und als Freelancer wissen muss, sind zum Beispiel die BGETEM, das ist die Berufsgenossenschaft für Elektronik. Ich kann es jetzt nicht zu Ende bringen, die Abkürzung. Also das ist der Bereich, da gibt es tatsächlich Dokumentationen, die sich ganz speziell auf Filmproduktion oder Medienproduktion oder auch Veranstaltungen, ist genauso wichtig, also Gerüstbau, ich hänge irgendwas mit Molton ab oder ich hänge irgendwie Lautsprecher und Lichter auf. Das geht also sehr weitreichend, selbst für einen Hubwagen.
den ich zum Beispiel in der Produktion einsetze, nur um ein Licht in den zweiten Stock hochzubringen, brauche ich einen Fachkundenachweis. Wo kriegt man diese Fachkundenachweise? Das war jetzt die interessante Frage. Also zum Beispiel für alle kamerabewegenden Systeme, also so Dolly oder Kran, da gehe ich zum Beispiel zum BVFK. Die bieten dafür Kurse an und nach diesem Kurs bekommt man, wenn man da nachgewiesen hat, dass man das kann, ein entsprechendes Zertifikat. Oder umgekehrt, jetzt angesprochen haben wir schon den Drohnenführerschein. Das ist ein theoretischer Fachkundennachweis. Das reicht aber eben nicht aus. Die gesetzliche Unfallversicherung verlangt von jedem Drohnenpiloten, unabhängig von der Gewichtsklasse, auch einen praktischen Fachkundennachweis. Den besitzt derzeit nahezu niemand, obwohl schon seit 5 Jahren die gesetzliche Grundlage dafür besteht, dass für kamerabewegende Systeme, also auch Drohnen, ist ein kamerabewegendes System, ein spezieller Fachkundennachweis in Form von praktischen Flugkundennachweis notwendig. Also das heißt sowas wie Flugstunden? Wiederum, ja, Flugstunden, exakt. Man muss die Flugstunden nicht nur nachweisen können, man muss auch nachweisen können, dass man bestimmte Flugmanöver in bestimmten Situationen beherrscht. Also sprich, wenn zum Beispiel GPS, also diese Drohnen, die heutzutage eigentlich im Grunde ohne Ausbildung, immer Handy kann man ohne Handbuch bedienen, ja, auch eine Drohne kann man mehr oder weniger ohne Hand bedienen. Aber wenn die Technik nicht mehr so funktioniert, wie bringt man das Ding sicher nach Hause? Wie sorgt man dafür, dass an einem großen Filmset für Produktionssicherheit, dass niemandem das Ding auf den Kopf fällt? Das alles lernt man nur in einer Schule, die eben auch vom Luftfahrtbundesamt entsprechend zertifiziert ist. Nur dort bekommt man auch die Fachkundennachweise auch für diesen praktischen Bereich. Und wie gesagt, derzeit 99% aller Drohnenpiloten besitzen keinen Fachkundennachweis für diesen praktischen Part. Wo können sie bekommen? Können sie da zu dir kommen? Die könnten zum Beispiel zu mir kommen oder zu jeder anderen Drohnenschule, die auch Praxiskurse, also Befähigungsnachweise für Praxiskurse. Okay, das heißt, ihr spielt da mehr oder weniger verschiedene Szenarien durch und verschiedene Notmanöver. Genau. Also im Endeffekt nichts anderes, was ein Pilot grundsätzlich ja machen muss mit seinem Fluggerät. Eigentlich schon, ja. Und kriegt dann sozusagen einen Notfallplan an die Hand, mit dem, ja, man, oh, jetzt muss ich so und so reagieren. Ja. Und dann wird es auch simuliert bei euch? Das wird richtig simuliert und geübt. Ja, und richtig trainiert. Also wie, was passiert, wenn GPS ausfällt? Und jetzt bei so einem Wind wie heute, 10 Meter pro Sekunde, fliegt die Drohne plötzlich davon. Wie kriege ich die wieder nach Hause? Was passiert, wenn mein Bild von meinem Handy oder meinem Tablet ausfällt und ich sehe nichts mehr? So, darf ich überhaupt so fliegen? Das ist auch eine interessante Frage. Ganz viele Piloten benutzen das Handy oder Tablet und gucken nach unten und gucken nicht auf die Drohne. Das nennt man FPV-Fliegen, ist eigentlich verboten. Und umgekehrt, die Produktionsfirmen, die haben noch viel höheres Risiko. Wenn ich als Produktionsfirma Leute beschäftige, die keine Fachkundennachweise haben, dann hafte ich dafür. Das heißt, es haftet eben nicht nur der Pilot, der dann einen Fehler gemacht hat, sondern die Produktionsfirma ist dann in der Mithaftung. Wir haben eine Haftungskette. Das heißt, eine Produktionsfirma, die nicht darauf achtet, dass sämtliche ihre Angestellten oder als Freelancer Beschäftigten über diese Fachkundennachweise verfügen, kriegen massiven Ärger dann mit der Unfallversicherung, wenn es zu einem Unfall gekommen ist. Und das sind Haftungsrisiken, mit denen man plötzlich auch als Kreativer konfrontiert wird. Und die muss ich ja auch wiederum in meine ganze Preiskalkulation mit einkalkulieren. Das heißt, ich muss ja mich selber ausbilden. Also ich habe jetzt inzwischen auch die Producer von Produktionsfirmen schicken die Leute jetzt zu mir in die Multicopter-Schule, damit die überhaupt wissen, was für ein Haftungsrisiko sie eingehen, wenn sie einen Drohnenflug planen. Weil das ist ja nicht der Kameramann, der den Drohnenflug plant oder der Kameraassistent von dem, der vielleicht als Sub-Freelancer von dem Kameramann beschäftigt wurde, dann haben wir eine Haftungskette, die vom Freelancer-Kameraassistent hochgeht bis zum Geschäftsführer einer Produktionsfirma, wie ich zum Beispiel ja auch bin. Ich muss mich dann damit auseinandersetzen, dass ich nicht nur tolle Filme für Rollladenzieher mache, sondern auch noch sozusagen um Arbeitssicherheit, um Unfallschutz, um Arbeitnehmerschutz fragen, nur weil ich andere Freelancer mit beschäftige, weil ich die als Subunternehmer reinhole. Das heißt, ich bin plötzlich mit Haftungsfragen konfrontiert, von denen haben wir vor 20 Jahren nicht mal im Ansatz geträumt, dass es sowas gibt. Aber inzwischen ist es auch ein wirtschaftliches Problem. Viele Versicherer verdienen nur noch so wenig Geld, auch aufgrund der aktuellen Zinslage. Noch ein anderes krasses Beispiel. Ich habe gerade einen Unfall gehabt als Freelancer.
Ich habe mir die Hand gebrochen, weil ich zum Kunden über die Straße gerannt bin und ich bin in einer Zalando-Paketschlinge im Großstadtdschungel München hängen geblieben und auf die Schnauze gefallen. So, und dabei habe ich mir die Hand so gebrochen mit einem komplizierten Splitterbruch. Und der erste Brief, der war von meiner gesetzlichen, ich bin nicht nur von meiner gesetzlichen Krankenversicherung kam, wen ich denn verklage, damit sie den in Regress nehmen können. Und? Ja, verklag ich jetzt die Stadt München, weil sie den Müll nicht weggeräumt haben? Oder finde ich denjenigen, der diesen scheiß Müll auf die Straße geworfen hat, ja, und nicht entsorgt hat? Ja, schwierige Lage. Das heißt, ich als Freelancer hafte jetzt dafür, dass ich 2 Monate nicht Auto fahren konnte, nicht arbeiten nicht konnte, arbeiten. Meine rechte Maushand im Arsch war, die immer noch nicht hier, das ist das Maximum, was ich derzeit machen kann. Gut, ich kann den Mausfinger bedienen, ja, soweit kann ich wieder arbeiten. Aber ich musste einen Fahrer einstellen über 6 Wochen, der mich durch die Gegend fährt, damit ich überhaupt Kunden aufträge. Sonst hätte ich 2 Monate überhaupt kein Geld verdient. Auch das muss ich absichern. Ja, und das geht natürlich wieder nur mit entsprechenden Preisen. So, und ich konnte Preisen. In dem Fall niemanden in Regress nehmen. Aber die Versicherung interessiert sich für die Frage, wen kann sie in Regress nehmen? Und das ist vielen auch nicht bewusst. Der Versicherungsschaden muss nur 5.000 oder 7.000 Euro hoch sein. Dann beschäftigt heutzutage eine Versicherung einen Gutachter. Und wenn der Gutachter feststellt, dass der Freelancer oder der Unternehmer auch nur irgendein Scheißgesetz nicht beachtet hat, und das finden die mit Sicherheit raus, einfach weil sie dann auch Fettprovision dafür kriegen und die Versicherung vor allen Dingen den Unternehmer dann oder den Freelancer und den Kameramann und den Unternehmer alle 3 in Regress sind, weil wahrscheinlich der Kameraassi, der hat wahrscheinlich weder die Haftpflichtversicherung, der kann dann gleich Privatinsolvenz anmelden, der Kameramann auch, weil er eh schon nur noch Scheiße verdient und die Produktionsfirma ist mitunter auch komplett pleite, weil keine von deren, selbst wenn sie eine Haftpflichtversicherung haben, greift dann. Weil sie nämlich unter Umständen eben über eine Straße geflogen sind, wo sie nicht hätten fliegen dürfen. Oder sie haben einen Kran eingesetzt ohne Fachkundenachweis und, und. Das heißt, all diese Risiken, die müssen ja in Form von Schulung, in Form von Nachkundenachweis, in Form von Kosten. Das heißt, hier entstehen ja auch Kosten für die Freelancer. Hier entstehen Kosten für den Unternehmer. Das muss alles einkalkuliert sein. Und wenn ich das nicht einkalkuliere, dann gehe ich entweder ein extrem hohes Haftungsrisiko ein und gehe dann deswegen pleite, weil ich das nicht kalkuliert habe und nicht eingepreist habe und nicht versichert bin und mich nicht weitergebildet habe. Ja? Ja, also da sind wir wieder bei allen Themen. Also Preiskalkulationen machen, sich um Rechtsfragen kümmern. Ach, alles schön und gut. Alles schön und gut. Und jetzt weiß ich, dass ich habe ja auch für verschiedene Berufsverbände bereits einige Vorträge gehalten und auch Abendveranstaltungen gemacht. Da kommt dann jetzt die Frage, ja, wenn ich das alles tue und einen entsprechend hohen Preis kalkuliere, den ich eigentlich nehmen müsste, weil eigentlich unterm Strich weiß ja jeder gefühlt, dass es zu wenig ist und weiß eigentlich, was für Preise verlangt werden müssen, dann heißt, ja, dann habe ich keine Aufträge mehr. Ja, dann machst du den falschen Job, dann musst du jemand anderen machen. Also da muss sich der Markt vielleicht auch bereinigen. So knallhart muss man das sehen. Also entweder du findest die Kunden, die deinen Preis bereit sind zu zahlen und die haben dann aber unter Umständen, es gibt ja durchaus auch Kunden, die wissen das, weil sie eben selber so eine Firma betreiben, die halt entsprechende Kosten produziert und haben da durchaus auch Respekt. Warum soll ich mit Kunden zusammenarbeiten, denen der Respekt für die Wertigkeit meiner Arbeit fehlt? Warum? Es gibt auch andere Kunden. Man muss sie nur finden. Und das gehört eben zum Kreativsein dazu. Man muss die Kunden finden, man muss sich verkaufen können. Ja, das man muss den Kunden erklären können, warum ich so viel koste. Vielleicht versteht es der ein oder andere nicht. Man kann ja durchaus auch erklären, warum es so viel kostet. Und das sieht auch jeder ein, weil ich habe eben Anwaltskosten, ich habe die Kosten, ich habe die Kosten. Und deswegen liefere ich auch professionelle Arbeit und deswegen passiert mir eben auch kein Unfall. Und deswegen spart die Versicherung viel Geld. Ja, und am Ende wären alle glücklich. Ja, genau. So sollte es ja sein. Okay, das heißt also jetzt zusammengefasst, du hast dich ja damals auch konkret in der kurzen Zeit vorbereitet. Du hast unter anderem auch mein Videotraining gemacht. Du hast noch andere konkrete Vorbereitungen getroffen. Du hast dich mit Steuerberater unterhalten. Du hast erzählt, dass du natürlich auch Businesspläne geschrieben hast. Was ist denn dein Tipp
für jemanden, der jetzt trotz dieser ganzen, ich sag mal, wirtschaftlich nicht günstigen Situation im Kreativ- und Medienbereich von eben Gagen, die zu niedrig sind, Lohndumping, was ist dein konkreter Tipp für Leute, die sich trotzdem selbstständig machen wollen, die junge Berufseinsteiger, was würdest du denen mitgeben, was sollen sie auf jeden Fall beachten aus deiner Erfahrung raus? Also bevor sie sich selbstständig machen, wobei die meisten ja irgendwo so schleichend fließend da rein geraten über die Zeit, über Praktikas und so weiter, sollte die sich sehr frühzeitig eben ganz intensiv mit der Frage der Lebensplanung sozusagen beschäftigen. Also was will ich in 5 Jahren verdienen? Was will ich in 10 Jahren verdienen? Was muss ich verdienen? Wovon will ich leben? Das muss man sich mal durchrechnen. Das sollte man eigentlich tun, spätestens wenn man aus der Schule kommt oder wenn man anfängt zu studieren. Dann sollte man sich mit solchen Fragen beschäftigen. Je früher man sich mit dieser Frage beschäftigt, desto größer ist die Chance auch, mit welchem Job auch immer man anfängt und wo man sich weiterentwickelt, dass man damit auch überlebt oder zumindest die Krisen, die kommen werden, übersteht. Und rechnen. Rechnen lernen, verhandeln lernen, sozusagen betriebswirtschaftlich, kaufmännisch und so weiter. Das ist quasi die Säule deiner Meinung nach für alles, was kreativ danach kommt und alle Leistungen, die dazu kommen. Für einen Selbstständigen ist das, sage ich mal, die Grundsäule. Die ist noch fast wichtiger sozusagen als der kreative oder auch der Know-how-Bereich, weil den zu entwickeln ist fast einfacher, Learning by Doing, als wenn man dieses Zahlenwerk, sage ich mal, nicht auf die Reihe bringt. Und das muss man ja vor allen Dingen so auf die Reihe bringen, dass man nicht nur rechnen kann, okay, ich brauche so und so viel Geld im Monat und ich verdiene jetzt auch so und so viel Geld im Monat, weil man muss ja viel weiterdenken. Man muss unter Umständen mehrere Monate im Voraus einen Liquiditätsplan am Laufen halten können. Also vielleicht brauchst du den noch nicht, wenn man jetzt 25 ist. Da verdient man vielleicht im Verhältnis gesehen weit mehr, als man später übrig behält. Weil die Familie, sage ich mal, das meiste dann auffrisst und der Kostenapparat, den man dann entwickelt hat, der frisst es einfach auf und dann muss man schon wesentlich genauer rechnen. Aber gerade wenn man jung ist, da ist wichtig, in den ersten Jahren das Geld zu sparen, zurückzulegen, für schlechte Zeiten zurückzulegen. Ich habe die Krisen, die ich gehabt habe, auch nur überlebt, weil ich gewisse Headroom hatte. Ja, also du bist, wenn du mal auch als Angestellter arbeitslos wirst, dann hast du vielleicht noch 3 Monate ein halbes Gehalt und dann bist du vielleicht ein halbes Jahr, musst du mit Arbeitslosengeld auskommen. Da muss dein Kostenapparat, der muss das verkraften. Sonst bist du ganz schnell sozusagen unter der Brücke. Und da gibt es genug Menschen, denen das passiert. Und es gibt vor allem genug Menschen, denen es dann wie mir mit, 48 oder so, 47, wenn du so alt bist, dann ist es ganz schwer, einen neuen Angestelltenjob zu finden, wenn du nicht so billig wieder einsteigen willst wie ein Anfänger, wie ein Student, aber du wirst trotzdem nicht genommen, weil der Student halt irgendwie junger, fitter, schneller, flexibler, whatever ist, vielleicht vermeintlich, was auch immer, was sich ein Arbeitgeber denkt, warum er dich als alten Menschen sozusagen nicht mehr haben will. Ja, du bist aber doch eine Fachkraft, sag ich jetzt mal. Ja, aber eine teure Fachkraft. Okay, eine teure Fachkraft, das ist genau das Problem. Ja. War auch, deswegen bin ich arbeitslos geworden, für die Firma, wo ich da war, plötzlich nicht mehr finanzierbar. Ja, okay. Die haben sich dann tatsächlich 2 junge Studenten geholt. Und alle Kunden haben danach gekotzt, weil sie natürlich nicht die Qualität geliefert haben. Und entsprechend ist die Firma weiter im Bach runtergegangen und ist noch weiter geschrumpft. Aber so ist halt auch das Wirtschaftsleben. Und man muss sich auf dieses Wirtschaftsleben rechtzeitig vorbereiten. Aber unterm Strich gesehen, für dich, 5 Jahre Selbstständigkeit, das war im ersten Moment vielleicht eine Krise, aber rückblickend auch eine Chance, die du genutzt hast. Und würdest du zurückgehen wollen oder... Ja, ich hatte ja schon immer den Traum, selbstständig zu sein. Also insofern, ich habe das auch immer durch Teil Selbstständigkeit, ich sag immer so, am Laufen gehalten oder die Möglichkeit zumindest im Raum stehen lassen, einfach um halt auch die Risiken der möglichen Arbeitslosigkeit irgendwann mal abfangen zu können. Ja. Okay, super. Mensch, vielen Dank. Also wenn du auch den Traum hast, dich selbstständig zu machen oder überlegst, vielleicht als junger Berufseinsteiger zu machen, hier, wie gesagt, die
Geschichte heute von Michael hat mich sehr mitgenommen und sehr bewegt, weil es eine Auf- und Ab-Geschichte war durch alle Seiten und wichtige Sache heute zum Mitnehmen. Ja, Kalkulation, betriebswirtschaftliche Grundkenntnis sind das A und O. Und jetzt kommt noch die Frage des Tages. Bist du vielleicht, wenn du schon länger irgendwo in einem Beruf bist du in einem Berufsverband organisiert? Und wenn ja, in welchem? Und was hat es dir bisher gebracht? Inwieweit profitierst du davon? Schreib es in die Kommentare, hinterlass uns die Informationen und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du sofort erfährst, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt. In diesem Sinne, vielen Dank, Michael, fürs Gespräch. Alles Gute dir für alle weiteren Jahre, die du vor dir hast. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.